Und jetzt ist er uns zugeschaltet, der Präsident des Handballverbandes. Hallo Dirk. Hallo, ich grüße euch ganz herzlich. Ich grüße dich auch. Das war ja ein extrem ereignisreicher Tag, auch für dich. Wo erwischen wir dich gerade? Ja, ich bin gerade jetzt direkt von Kiel zum Verbandstag des Handballverbandes Segeberg gefahren und habe mich da mal so rausgeschlichen. Jetzt sitze ich gerade ganz entspannt an einem See, der wunderbar aussieht, und da habe ich gerade auf einem Boot Platz genommen und ja, gute Atmosphäre für ein Interview. Der erste Moment des, ja, Durchschnaufens vielleicht heute sogar. Ja, die letzten Tage waren anstrengend, das muss man sagen. Das fing ja schon am Montag damit an, dass Daniel Günther mich direkt angerufen hat und gefragt hat, wie es dem Handball geht. Und aus der Presse natürlich mein Unmut, unseren Unmut, sowohl Uwe Döring, der Fußballpräsident, als auch ich, haben ja auch deutlich gemacht, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir jetzt wünschen, dass die Politik mit uns gemeinsam zumindest eine Perspektive erörtert. Und da war heute natürlich der Tag, an dem wir ja hochrangig mit der Sportministerin Frau Sütterlin-Bach und auch mit dem Sozialminister Heiner Gaak und der Staatssekretärin Christina Herbst gemeinsam und vielen anderen noch gemeinsam etwas herausgearbeitet haben, was ich wirklich hervorragend finde. Im Endeffekt war natürlich auch der Landessportverband dabei. Und das erste Mal haben sich sozusagen die Teamsportmannschaften, Basketball, Volleyball, Fußball und Handball, gemeinsam gezeigt. Und was mir sehr gut gefallen hat, das muss ich schon sagen, ein gutes Ergebnis heute. Du sprichst es an, also es gibt die Lockerungen, das ist das Ergebnis. Ab kommenden Mittwoch darf wieder trainiert werden, in voller Mannschaft, nicht mehr in kleinen Gruppen nur. Und es sind Testspiele erlaubt. Wie wichtig ist das für den Handballsport? Das ist so wichtig wie kaum was anderes. Ich bin wirklich am letzten Samstag bei der zweiten Bundesliga in Nordhausen gewesen, die keine Sondergenehmigung haben, die jetzt am 5. September, das muss ich mal vorstellen, das erste Punktspiel abliefern müssen und noch nicht ein Testspiel machen konnten zu Hause. Es ist einfach unglaublich. Die müssen jetzt wirklich etwas leisten, wo ich sagen muss, man kann es eigentlich nicht verantworten, aus gesundheitlichen Gründen nicht. Und ich habe dadurch auch wirklich die Dringlichkeit des Handelns gespürt, aber auch Mails, die mich erreicht haben, wo mich Spielwartinnen zum Beispiel aus Lenzburg anschreiben und sagen: Mensch, wir haben von der F bis zur D-Jugend 72 Mannschaftsmeldungen, das muss man sich mal vorstellen, und darum bittet, endlich wieder voll trainieren zu dürfen, weil die Kinder das auch brauchen. Das heißt also, es ist für den Handball ausgesprochen wichtig, nicht nur für den Handball, auch für alle anderen Sportarten, die da vertreten waren, war das ausgesprochen wichtig. Und ja, deswegen ist die Freude auch groß. Beide Minister haben auf der Pressekonferenz deutlich gemacht und unterstrichen, dass die Voraussetzungen dafür die sportartspezifischen Hygienekonzepte sind. Jetzt fragt man sich natürlich wahrscheinlich als Handballerin oder Handballer oder auch als Verein, wo kommt denn dieses Handballkonzept dann her, dieses Hygienehandballkonzept? Muss ich das selber erarbeiten oder bringt ihr das als Verband an den Verein? Also wir haben natürlich eine Grundlage, eine grobe Grundlage vom DHB, das Thema Return to Play, hat ja auch schon einige Stufen beschrieben, und wir haben aber jetzt vom Handballverband hier in Deutschland nochmal ganz speziell auch ein Hygienekonzept entwickelt und das auch dem Ministerium vorgelegt, wo ich sagen muss, dass eine große Begeisterung da war, weil unser Vizepräsident Spieltechnik da eine hervorragende Arbeit abgeliefert hat. Also jede Eventualität, es ist beschrieben, wie die Mannschaften einzulaufen haben, es ist beschrieben, was mit dem Laptop passiert, es ist beschrieben, wie die Halbzeit zu gestalten ist, wie die technische Besprechung stattfindet. Also alles ist beschrieben, das werden wir in Kürze den Vereinen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, ich kann sagen, dass wir da unsere Hausaufgaben gemacht haben. Und da werden die Vereine dann erstmal schlucken, wenn sie es betrachten. Aber ich gehe davon aus, wenn wir in die praktische Umsetzung gehen, dass wir dann, dass das auch lebbar ist. Das kleine Nuancen kann man ja immer noch mal ändern auch. Aber wir haben natürlich den höchstmöglichen Standard gewählt. Und nur damit, mit dieser Professionalität, konnten wir auch dementsprechend die Zustimmung bekommen. Ne? Wenn wir da zu nachlässig gewesen wären, dann wäre am heutigen Tage, wo das Robert-Koch-Institut eine alarmierende Zahl an Neuinfektionen gemeldet hat, wären wir da nicht so zugegeben.
Was mich nochmal interessieren würde, wie ist dieses Gespräch abgelaufen? Das hat ja auch zum Beispiel Vizepräsident beim LSV Bernd Küpperbusch auf der PK deutlich gemacht und hat gelobt, wie es sportartübergreifend ja zu diesem Gespräch kam, was du gerade auch schon angesprochen hast. Aber insbesondere du hast im Vorfeld medial natürlich auch auf dieses Treffen gedrängt, weil du auch gesagt hast, wir sind mit der Geduld am Ende. Der Handball und der Sport in Schleswig-Holstein muss endlich wieder aufs Feld, in die Halle, auf den Platz kommen. Wie ist das aufgenommen worden? Ja, ich würde mal so sagen, wenn wir betrachten, dass wichtige Entscheider bis letzte Woche im Urlaub waren und also einmal die Ferienzeit hat natürlich bringt immer irgendwas mit sich, was nicht unmittelbar entschieden werden kann, weil man dann eher auf die Person wartet, die Entscheidungen im Vorfeld schon in dieser Sache getroffen haben. Aber ich muss sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass ein Spieltourismus nach Dänemark oder Mecklenburg-Vorpommern stattfindet, dass wir in der Chancengleichheit in so einen groben Nachteil geraten, wie wir jetzt einfach erleben müssen. Das ist in der Bundesliga muss man ganz deutlich betrachten, wenn wir da gegen Niedersachsen oder gegen Nordrhein-Westfalen spielen, die schon lange im Training sind, die schon lange sich wieder finden konnten, und wir noch nicht ein Spiel machen durften, und dann ist das einfach ein ganz, ganz großer Wettbewerbsnachteil. Und dieser Wettbewerbsnachteil hat einfach dazu geführt, dass ich gesagt habe, das geht jetzt nicht mehr anders. Wir müssen jetzt an höchster Stelle darum bitten, dass wir öffnen. Meine große Hoffnung war der 10. August. Das war wirklich meine große Hoffnung. Und als dann in der Pressekonferenz deutlich wurde, dass nicht gelockert wird, da war klar, dass wir reagieren müssen. Dafür sind wir auch gewählt. Das muss man auch mal sagen. Und diese Reaktion ist sehr positiv aufgenommen worden. Ich kann überhaupt nicht nur ansatzweise deuten, dass jemand die Presse, der Druck auch, der aus der Presse kommt, in irgendeiner Form mir als lästig oder belastend oder unsachlich gegenüber. Nein, es ist ganz klar und deutlich geworden, dass die Politik jetzt auch sagt, ja, da müssen wir jetzt nacharbeiten. Und das ist ja auch ein Beschluss der Sportministerkonferenz. Das muss man auch mal sagen, dass darauf geschaut werden soll, dass Chancengleichheit besteht. Ja. Und wenn der Ministerpräsident, der hat mich am Montagmorgen um 11 Uhr direkt selbst angerufen und fragt, wie kommt denn Sport, dann finde ich das eine sehr, sehr schöne Sache, weil man dann auch wirklich spürt, wie unser Ministerpräsident der Sport und auch nicht nur der Handball, sondern der gesamte Sport in Schleswig-Holstein auch ist. Zwei Fragen habe ich noch. Erstens, der Fußballpräsident Uwe Döring hat gesagt, es wird kein Futsal geben in der kommenden Fußballsaison. Er wird sich auf Outdoor-Sport konzentrieren, sodass Handball, Basketball, Volleyball etc. mehr Kapazitäten in den Hallen bekommen. Hat dich das überrascht? Das hat mich überrascht. Ich habe mich vorhin noch mal persönlich bei ihm auch schon bedankt dafür. Er hat auch seinem Deutschen Fußballbund gegenüber deutlich gemacht, dass es hier in Schleswig-Holstein um den gesamten Sport geht und wir alle ein Stückchen nachholen müssen. Und das finde ich einen ganz, ganz, ganz klasse Schachzug von Uwe Döring. Da hat er auch schon ein Dankeschön von mir erhalten. Und da wird sicherlich auch nochmal weiterhin gute Zusammenarbeiten geben. Letzte Frage, also jetzt ist klar, wie es für die Mannschaften weitergeht. Man darf trainieren, man darf Testspiele machen ab kommenden Mittwoch und du hast noch einmal bedauert, dass es keine Zuschauer in den Hallen vorerst geben wird. Wie sind eure nächsten Schritte? Du hast auf der PK gesagt, vieles wird live gestreamt. Gibt es da schon eine Lösung? Ja, noch nicht endgültig. Da hoffe ich, dass wir jetzt wirklich auch in die finale Planung gehen können. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht doch mit einer Anzahl von 250 Zuschauern irgendwie spielen können. Das ist jetzt ganz deutlich geworden, dass das so schnell nicht stattfinden wird. Deswegen müssen wir daran jetzt arbeiten, weil da wir dann, denke ich, auch rechtzeitig mit unseren Partnern gemeinsam etwas entstehen können, was wir dann hoffentlich auch eine breite Zustimmung findet. Das heißt, was willst du alles streamen lassen, damit die Fans weiter gucken können? Da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich das noch nicht in meinem Präsidium abgesprochen habe. Das würde ich dann
an anderer Stelle vielleicht an dem Mittwoch, wenn ausgelost wird, nochmal deutlicher sagen. Das möchte ich mich gerne noch zu abstimmen. Das stimmt. Nächsten Mittwoch sind wir vor Ort auf der Geschäftsstelle und losen Oberliga und SH-Liga aus und so weiter und so fort. Danke für deine Zeit, dass du uns ausführlich von dem Gespräch heute berichtet hast und alles Gute. Euch auch alles Gute. Dirk Petersen, bleib gesund. Bis bald. Ciao. Ciao.